So, wenn wir irgendwie jetzt den Kessel endlich befestigen können, also quasi innen drin. Daran könnte ich vielleicht einen kleinen Ofen hängen. Oh, also basteln wir uns einen kleinen Ofen. Kupferkessel an die Haken. Und das ist der passende Ofen dazu. Jo. So, Flügelteile in den Flügelteile Kupferkessel. sind aus Holz und dürften gut brennen. Aber ich brauche dafür erst einmal ein Feuer. Ach so, ja, dann nehmen wir doch einfach die Fackel. Oh, das ist aber Die schlecht Fackel wird bald gemacht. ausgehen. Ich brauche mehr Brennmaterial. So, bisschen Holz da rein. Das sollte eine Weile Auftrieb geben. Auf jeden Fall reicht es, um weit genug von Barcelona wegzukommen. Und wenn ich Glück habe, sogar über das Meer nach Tripolis. Okay. Das überlege ich gerade. Die Sterne hatten wir gesagt, kann er sich orientieren dran, dass wir Richtung Tripolis fahren. Können wir doch irgendetwas machen? Fahrtrichtung über Bord, Korb, unser Kupferkessel, das Leder, die Sterne, die Erde und das Meer. Wir könnten anscheinend irgendetwas über Bord werfen. Na? Mit Ramons Talisman in der Hand fühle ich mich sicher und stark. Vielleicht hat mein Bruder ja doch recht und diese Dinge helfen wirklich. Irgendwie. Die Orangen können wir eigentlich mal essen langsam. Erde, Meer, über Bord. Gut, wir gucken uns nochmal jetzt die Richtungen an. Wenn ich Ramon befreit habe, könnten wir beide nach Amerika weiterfliegen. Vielleicht entdecken wir noch einen Kontinent. Von hier oben ist die Sicht tausendmal besser als von jedem Schiff. Den neuen Kontinent könnten wir Moralien taufen. Oder Tabitania. Zu Ehren von Tabit. Okay. Ah, es ist schon weg. Jetzt gucken wir so. So fühlt es sich also an zu fliegen. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich schon viel eher an diesem Fluggerät gearbeitet. Ja gut, Theodor, das wusstest du ja noch nicht. Groß das Meer ist. Von hier noch viel größer und weiter. Schier endlos. Dahinter muss Afrika sein. So, die Erde. Zu wissen, dass es unter mir meilenweit hinabgeht, lässt mir das Herz bis zum Hals schlagen. Und doch ist es ein erhebendes Gefühl. Ich habe es geschafft. Ich fliege. Okay, Erde ist weg. Das ist weg. Also über Bord und... Also über Bord haben wir noch. Es geht das abwärts. Die Hitze lässt nach. Ich muss etwas unternehmen. Schon wieder? Rumlaufen geht nicht. Ich muss stillstehen. Nur nicht hinuntersehen. Die Luft wird immer dünner. Der Kupferkessel ist der perfekte Ofen. Erwärmte Luft scheint leichter zu sein als kalte. Deshalb steigt sie nach oben. Ebenso einfach wie genial. Gut. Können wir die Zange über Bord werfen? Nee. Nee, die Maske müssen wir nochmal schauen. Was können wir mit der Maske machen? Ramons Talisman spendet mir Ruhe und Kraft. Ohne ihn würde ich hier glatt durchdrehen. Gut. Also wir haben das Leder, wir haben die Sterne, über Bord den Korb. Und gucken wir uns mal die Sterne an. Ich kann nur hoffen, dass der Wind sich nicht dreht. Oh. Ja. Dann ist die Hoffnung natürlich, jo. Also irgendwas müssen wir ja noch machen. Zange mit Leder. Wieder Löcher reinmachen? Der Sturz in den Tod ist das sicherste Mittel gegen Höhenangst. Zum Glück habe ich ja keine. Okay. Streichhölzer. Was hat er jetzt gemacht? Die Streichhölzer ins Kupferkessel. Es geht abwärts. Die Hitze lässt nach. Ich muss etwas unternehmen. Rumlaufen geht nicht. Ja. Okay. Das Messer. Die Maske, Kupferkessel.
Bin ich jetzt... Ach so. Damit kann ich ein paar Weidenäste aus dem Korb lösen und das Feuer am Brennen halten. Die tragenden Elemente lasse ich in Ruhe. Klar. Trotzdem, zu wissen, dass es unter mir meilenweit hinabgeht, lässt mir das Herz bis zum Hals schlagen. Ja gut, du fällst ja nicht runter wie ein nasser Sack, sondern es geht ja doch etwas relativ gut langsam, oder? Die Äste verbrennen gut, aber auch ziemlich schnell. Während das Schiff der Inquisition mit Ramon im Käfig auf das Mittelmeer hinaussteuerte, saß Feodor in seinem Flugkorb und war ganz und gar den Launen des Windes ausgeliefert. Er konnte das Gerät zwar in der Luft halten, aber er hatte keinerlei Einfluss auf die Flugrichtung. Und so trieb er orientierungslos dahin, bis ein Kirchturm seiner Reise ein jähes Ende bereitete. Mein Flug scheitert an einer Kirchturmspitze. Was für eine Ironie. Trotzdem Glück gehabt. Ich bin unversehrt. Aber wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Und da, wo ich herkomme, gibt es nichts mehr, zu dem ich zurückkehren könnte. Onkel Tabit ist tot. Ramon verschleppt. Unsere Werkstatt abgebrannt. Mein ganzes Leben. Innerhalb von ein paar Stunden komplett zerstört. Warum? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, wo ich jetzt hin muss. Nach Tripolis. Wie weit es bis dahin wohl noch ist? Ich wünschte, Ramon wäre jetzt hier. Das Einzige, was ich von ihm habe, ist sein Glücksbringer. Tja, wie weit ist es nach Tripolis? Das wissen wir natürlich nicht, weil wir nicht mehr wissen, wo wir genau sind. Wir sind auf jeden Fall entlang der Küste geflogen, Richtung Barcelona. Also von Barcelona aus. In welche Richtung? Weiß ich nicht. Ich meine irgendwie Süden. Wenn wir in Spanien sind, ja, vielleicht haben wir es irgendwie über das Mittelmeer geschafft. Weiß ich was, übers... Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Ich denke, wir werden irgendwann herausbekommen, und zwar schon früh genug, wo wir sind. So, wir haben hier eine Aufhängung. Einen Sims habe ich gesehen. Bodenluke. Das Netz. Das Fluggerät. Das Meer, die Stadt. Keine Ahnung, wie weit nach Süden ich geflogen bin, aber ich bin wieder am Meer. Na gut. Ich weiß nicht genau, wie lange ich geflogen bin, aber ich weiß, dass es Richtung Süden war. Das hier muss eine Hafenstadt in Andalusien sein. Ja. Das ist gut möglich. Wie passend. Ich werde von der Inquisition gejagt und lande direkt in einer Kirche. Sieht alles sehr marode aus. Ich bin zwar kein Baumeister, aber so, wie es hier aussieht... hält der Turm nur noch wenige Jahre. Das Netz ist ziemlich zerfetzt, aber ein Teil wäre noch zu gebrauchen. Oh. Dann holen wir uns so ein Stück Netz mit. Das Netz vom Fluggerät ist ja nicht mehr viel übrig. Ich schneide mir ein Stück ab und nehme es mit. Kann man sicherlich vielleicht als so eine Art Mini-Strickleiter benutzen. Da gibt es nicht mehr viel zu retten. Ah, gut. Ja gut, also ein bisschen Leder ist ja noch möglich, ne? Das mitzunehmen. So, jetzt machen wir nochmal die Magic-Taste. Also wir haben die Wand, Sims, Aufhängung und die Stadt. Die Kollision hat den Turm nicht gerade stabiler gemacht. Die Kollision hat den Turm nicht... Da unten ist irgendetwas im Gange. Ich höre Schreie und Kampflärm. Gut, dann hat sich das damit erledigt. Guck uns doch nochmal die Wand an. Die Kollision hat den Turm nicht gerade stabiler gemacht. Können wir vielleicht das Netz mit der Wand, Messer, also die Orangen, das ist ja echt faszinierend. Kann man die nicht mal essen? Mmh, lecker. Okay. Jetzt haben wir zwei Orangen gegessen. Ich hoffe, also zwei Orangenhälften. Ich hoffe, die waren jetzt nicht für irgendwas später notwendig. Können wir das Netz an der Aufhängung befestigen? An der Luke? Nein, geht nicht. Am Sims? Geht auch nicht. Dann gucken wir uns das mal an, die Aufhängung. Achso, das nimmt er sich einfach mit. Was ist mit dem Sims? In der Mauer ist ein Steinlose. Ja, nimm mit. Der Turm scheint recht baufällig zu sein. Okay. So, versuchen wir gerade das mal mit der Wand zu benutzen. Hier liegen genug Steine herum.
Ich muss nicht noch mehr aus der Mauer schlagen. Na gut. Können wir den befestigen? Nee. Also ab durch die Bodenluke. Leider von unten verschlossen. Ja, gut, dann bauen wir uns ein Stricknetz. Das geht nicht. Können wir so ein bisschen zerschneiden, das geht auch nicht. Das da rein. Können wir den vielleicht auf die Stadt werfen? Die Wand ist und bleibt feste. Hier liegen genug Steine herum. Gut. Was haben wir denn noch? Sich? Nö. Jo. Liebe Zuschauer, was machen wir denn jetzt? Können wir mit dem Messer nochmal versuchen, die Wand... Wie war es mit der Bodenluke? Mein Ausgang. Leider von unten verschlossen. Okay. Dann benutzen wir natürlich das Ding da mit der Bodenluke. Funktioniert nicht. Zu geringe Hebelwirkung. Ah. Haha. Damit erhöhen wir die Hebelwirkung, weil wir können halt... Ich habe den Stein neben die Luke gelegt. Denn damit können wir ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Mal sehen. Naja, heben. Naja, mit Gewalt geht alles. Ja, anscheinend. Das ist viel besser so. Schön. Den Stein nehmen wir mit. Ich stecke ihn wieder ein. Das ist ja auch so ein beliebter Fehler in Abenteuerspielen. Einfach mal so liegen lassen, obwohl wir es vielleicht nochmal benutzen könnten. Jetzt gehen wir einfach mal hinunter. Ich weiß gar nicht... Oh Gott, das ist ja eine interessante Ansicht. Das wird einem richtig schwindelig da oben. Also das ist echt nicht schlecht gemacht. Was haben wir? Die Leiter. Das Brett. Ah, können wir wieder benutzen. Die Leiter geht nach oben. Das hätte ich mir auch denken können. Nee, Wand. Können wir den Vogel einfach... Ach, der ist ja gar nicht benutzt. Gut, also nochmal runter. Aber immerhin animiert durch den Vogel. Das ist halt sehr, sehr nett gemacht. Also, wir haben das Brett, wir haben die Tiefe, wir haben die Lücke, wir haben das Gerüst, die Wand. Da unten geht's weiter. Nur, wie komme ich da hin? Das Netz können wir nicht benutzen. Das Brett auf das Gerüst. Das Brett. Man könnte vielleicht irgendwie so einen Übergang schaffen. Stein. Können das Netz vielleicht mit dem Brett auch nicht benutzen? Mit der Leiter? Nee. Also, was haben wir denn für Möglichkeiten? Mit der Leiter, dem Gerüst, mit der Lücke. Die habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt können wir von hier, genau, hier rüber laufen. Jetzt könnte ich theoretisch drüber laufen. Und praktisch? Wenn es nicht so hoch wäre. Andererseits bin ich gerade durch die Luft geflogen. Bei Nacht. Dagegen ist das hier ein Kinderspiel. Na gut, bei Nacht sieht man nicht so viel. So, was haben wir am Fenster? Die Wand. Was ist das hier? So, hier noch das Gerüst. So, ich muss es irgendwie versuchen, hier auf das Gerüst zu kommen. Da geht's abwärts. Zum Balancieren ohne Sicherung ist der Sims nicht breit genug. Okay, können wir das Netz benutzen? Das Netz sollte mir etwas Sicherheit geben. Damit lässt sich bestimmt etwas aufhebeln. Gut, das geht nicht. Ich dachte, man könnte vielleicht irgendwie das noch befestigen. Das Seil. Oder verstärken. Oder als Hebel. Steigbügel benutzen oder irgendwie sowas. Aber anscheinend macht man sich da doch zu viel. Einen Fuß vor den anderen. Danke. Schön langsam. Was? Dann kann mir nichts passieren. Unglaublich, wie einfach das geht. Kommt er jetzt hier raus? Oh, oh. Oh. Ich hab's geschafft. Ich bin heil angekommen. Aber ich bin schweißgebadet. So, wir haben hier nur das Fenster und wieder die Leiter. Das Messer. Da
können wir nichts benutzen. Ach so, die Leiter. Ja, ich dachte, dass der Durchgang wäre da nicht da. Ne, dann können wir hier die Leiter runtergehen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leiter hier auch funktioniert. Oh, oh, oh. Das hört sich an, als hätte die Leiter etwas dagegen, dass ich an ihr runterklettere. Ja, bisher klappt da alles ganz gut. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Tiefe, Holzpalette, Leiter. Die Gerüste weiter unten sehen schon viel stabiler aus. Ich muss nur zu der Leiter dort drüben. Die sieht recht wackelig aus. Fehlt wahrscheinlich nicht viel, um sie umzustoßen. Die hier ist noch morscher als die andere. Ah! Stein oder Eisenstange? Ich schmeiß mal den Stein. Habe ich eine Brücke. So. Die hier ist noch morscher als die andere. Ist aber schlecht. Was können wir denn machen? Das Gerüst und so. Da anschauen. Muss ich drauf springen. Kein Problem für mich. Nach dem Seil lag auf dem Sims. Und hepp! Und jetzt? Ach, da ist eine Leiter. Ach, die ist da versteckt. Hey, hallo. Was ist los? Wer... sei still. Äpfel. Lecker, die pflücken wir uns gleich. Also wieder ein paar Herren von Inquisition mit lustigen Hosen. Da hat wahrscheinlich falsche Strümpfe an hier. Holla. Wer war das eben? Vor wem haben wir uns versteckt? Soldaten der Inquisition? Du kommst nicht von hier, oder? Nein, wenn das hier nicht Barcelona ist. Nicht, dass ich wüsste. Sag mal, dieses Ding auf dem Dach. Was ist das? Ein sogenanntes feodorisches Fluggerät. Feodorisch. Bist du damit hergeflogen? Ja, ich habe ewig daran gesessen, bis ich auf die Idee mit der heißen Luft gekommen bin. Naja, war eigentlich mehr ein Zufall. Du musst das Ding unbedingt schnellstens zusammenflicken. Mein Vater wird Augen machen. Er muss so schnell wie möglich nach Nordafrika. Am Hafen wimmelt es nur so von Soldaten. Oh. Mit deinem Flugapparat könnten wir einfach darüber hinweg. Das geht nicht. Ich habe überhaupt kein Material oder sonst irgendwas. Oh, verstehe. Na dann? Nein, warte doch mal. Hallo? Die Stimme kommt mir bekannt vor. Emma Stone? So, also wirklich auf jeden Fall... ordentlich Schreier können wir den pflücken. Busch. Gucken, ob wir die leckeren Äpfelchen kriegen. Wir haben ja schon leckere Orangen heute vorhin gegessen. Aua. Überreife Früchte. Eine Festtagstafel für die Wespen. Da komme ich nicht ran, ohne gestochen zu werden. Ach so. Können wir da rumstänger stochen? Das geht nicht. Die Laterne. Hier haben wir, genau, Holzstange. Ich würde sagen, eigentlich die Leiter wollte ich mir schnappen. Aber Holzstange ist auch ganz gut. Vielleicht eine lange Stange aus Holz. Scheint vom Gerüst zu stammen. Ordnung schaffen. Nehme ich mit. So, Kirchentür. Ne, die Leiter können wir nicht mitnehmen. In die Gasse, der Brunnen. Klares Wasser. Zumindest sieht es so aus. Das ist eine gute Idee. Ich muss leider auch wieder einen Schluck trinken. Ich trinke zu wenig. Derweil schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um. Das Gerüst sieht nicht so aus, als ob hart an dem Wiederaufbau gearbeitet wird. Eher so, als würde ohne das Gerüst die Kirche in sich zusammenstürzen. Vermutlich gibt es in dieser Stadt gerade Wichtigeres zu tun. Ich wüsste nicht, was ich da drin noch verloren habe. Schwere Steine aus der Kirchenmauer. Keine Ahnung, wer das sein soll. Irgendein Jäger vielleicht. Ja, Robin Hood? Nee, den gibt's ja da nicht. Oder gab's den schon? Also, die Geschichte. Wespen? Das ist irgendeine fiese Wespenart. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen die Biester verdammt aggressiv aus. Zuerst dachte ich, das wären Motten hier, aber... gut, was haben wir hier? Häuser? Das muss eine große Hafenstadt in Andalusien sein. Von hier aus setzen sicher Handelsschiffe nach Afrika über.
Es ist wirklich ein Gemetzel hier im Hintergrund. Brunnen, können wir irgendwas... Ich versuche mal die Eisenstange da reinzuwerfen. Ne, geht nicht. Mit dem Holzstab geht auch nicht. Gut. So. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Wir sind von Barcelona nach Andalusien geflogen mit dem Feodorischen Fluggerät, einer wunderbaren Erfindung oder auch Heißluftballon genannt. Und ja, wir schauen uns gleich mal in der Gasse um. Vielleicht lernen wir die nette Dame von eben etwas näher kennen. Bis denn!